Robin, genau, TBG spielt blind. Ich sehe das Brett, aber spiele eigentlich auch nicht, sondern versuche nur TBG zu verunsichern oder schlaue Kommentare abzugeben. Kann fast schon blind spielen. Komm, ich mach mal auf Was einfach. heißt jetzt wir? Also du oder ich? Ja, komm hier. Spieldarstellung, wo ist es? Blind schafft unsichtbare Figuren. Gehen wir mal zurück. Jetzt sind die Figuren nicht zu sehen. Bei dir oder was? Ja, bei mir, bei dir auch Noch nicht. sind sie zu sehen, aber es wäre auch gut, wenn sie zu Ne? sehen bleiben, weil dann macht man einen Zug. Weil ansonsten spielen die Zuschauer auch blind oder sehen die Zuschauer nichts. Stimmt. Aber Ist. wenn du jetzt blind spielst, dann glauben wir das einfach mal. Okay, das ist natürlich eine sehr interessante Funktion, ne? Dass ich deine Einstellungen ändere. Das ist aber nur in meinem Ich Bildschirm so glaube, zu sehen. wenn ich mein Fenster refreshen würde, dann hätte ich es auch blind, ja. Ja, aber die Züge kommen nicht bei dir, sehe ich auf dem Bildschirm. Doch, doch. Ich sehe die Oh, Züge. stimmt. Das Also ist ja darfst du da nicht verrückt. gucken, sonst Nee, spielst ich du muss nicht jetzt mehr geradeaus gucken. Wenn ich so mache, wisst ihr Leute, ich gucke auf den zweiten Bildschirm. Aber jetzt gucke ich in die Richtung, nur auf meinen Bildschirm. Und das ist witzig natürlich, dass ich die Ja, ich Figur habe nicht sehe. tatsächlich auch mal einen Stream gemacht, wo ich ein paar Partien so blind gespielt habe und dann das richtige oder ein anderes Brett noch auch noch im Stream angefügt habe. Das geht schon. Ah, hier gibt es doch Läufer 4. Das ist doch hier ein feiner Zug. Läufer Ah, kann 4 man muss alles irgendwie so. machen. Springer Kann man F3 alles ist machen. so Klassisch. zahm. So zahm. Läufer G4 da gemacht, okay. Ja. Timo sagt, wo Niklas blind das Matt kassiert hat. Ja, das war die erste Blindpartie, die ich in so einem Stream gespielt habe, glaube ich. Also, so einem gemeinsamen Stream. Ich habe heute gegen einen meiner Schüler blind Bullet gespielt. Oh, Bullet, das ist Ja, Herausforderung, oder? das war lustig, das war lustig. Nach 30 Zügen hatte ich keine Ahnung mehr, wo die Figuren stehen. Und dann hast du auch Zeit irgendwie wild rumgezogen und Nee, dann. nee, ja, genau, beide. Und er trainiert das gerade sehr viel und hat das sehr ordentlich gemacht, muss ich sagen. Ich habe echt Also einen auf den Latz. dein Schüler hat auch blind gespielt oder Bullet Ja, gespielt? klar, Ach beide, Bullet. so, okay. Springer E7, ne? Ja, Springer nach E7 hat er gemacht. Na komm, wir greifen es mal an hier. Ach jetzt? Jetzt auf einmal, ja? Ja, ich habe ja noch nicht rochiert, da kann ich angreifen. Das stimmt, ja, das stimmt. Lange Rochade, vielleicht besser gewesen. Ich weiß auch gar nicht, wo alle Figuren stehen, weil ich labere ja auch. Ich glaube, der H5 hat er gemacht. Okay, jetzt machen wir lange Rochade. Ich glaube, sein König steht noch in der Mitte. Meinst du? Ich glaube, ja. Ich glaube, er hat noch nicht rochiert. Springer E7, Läufer G7, Springer F6, Dame D8, Türme in den Ecken noch, König E8. Läufer auf C8 steht nicht mehr, den hat er getauscht. Dame D2, Turm D1, Turm H1, Läufer E3, Läufer F3, Springer C3, Bauern E4, D5, A2, C2, B2, F2, G2, H5. Okay, alles klar. Ja, das klingt gut. Ja, stimmt, ne? Also ich sehe das Brett übrigens, Leute, ne? Also sonst würdet ihr nämlich das Brett nicht mehr sehen. Das Genau. wäre dann ein bisschen schwierig, denke ich, tendenziell. Also, das ist natürlich lustig, ne? Dass ich. Ah, Dame D7 hat er Dame gemacht. D7. Okay. Ja, du, die Stellung ist gar nicht so leicht, wenn ich ehrlich bin. Ich mach Nee. mal. Weil es geschlossen gerade und. Genau, da kommen die Läufer nicht so zur Geltung. Erstmal König nach B1 stellen, da steht er besser. Ja. Da steht er besser. Wo kann ich jetzt hier eine Angriffsmarke attackieren? C4, C5 ist ein logischer Plan in solcher Stellung. Aber da Wenn das. steht noch eine Figur von dir dazwischen. Aber jetzt hat er rochiert. Das sehe ich. Das stimmt. Also jetzt hat er den König, hat er sich Jetzt festgelegt. hat er rochiert und Jetzt jetzt hat kannst er du drauf angegriffen. loshämmern. Fragt sie Hämmern. nur wie. Ja. Ja, machen wir den. Erstmal den Läufer besser stellen. Vielleicht nehme ich raus und spiele G4 oder so. Ah, Moment, die Dame steht auf D7. Ugh, shit. Aber irgendwie G4, das wäre schon wünschenswert. Turm AC8. Ja. Vibius sagt, Husche und TBG noch beide beim Friseur gewesen. Ja, genau rechtzeitig noch. Genau.
bin nicht zufrieden mit der Stellung, ich echt bin. Ja. Egal, komm. Jetzt geht's los. Ja, sieht doch gut aus hier. Findest du? Ja, klar. Ich wäre da sehr optimistisch. Jetzt kommt er auf der C-Linie bestimmt, ne? Mit C6 und so. Ja, und? Da passiert doch nichts. Du setzt ihn gleich matt. Tak, tak, tak. Tak, 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 tak. Ich Mach's nehme gut, da. Sebastian. Gute Nacht. Okay, Ah, der dann schon. Sebastian ist erst 11, ne? Ja, genau. Oder 10? Ich glaube 10. Der spielt schon sehr gut für sein Alter, ne? Auf jeden Fall. Ich habe ihn auch bei den deutschen Jugendmeisterschaften kurz treffen können. Aber was heißt kurz? Ein paar Mal. Wie hat er da abgeschnitten? Ich glaube, er hat ordentlich Plus gemacht. Also Tabellenplatz? Das weiß ich nicht. Aber er hat auf jeden Fall das Feld aufgemischt, sag Mega präzise Aussage. mal. Welchen Platz hat er in einem Turnier gemacht? Er hat das Feld aufgemischt. Er hat das Feld ordentlich aufgewischt, das kann man so sagen. So. Weil er hat schon irgendwie fast 2000 auf Leadchess oder so. Ja, nee, Sebastian ist 10, genau, hat er gerade auch mal reingeschrieben, ja. 10! Ui. Da Ja. kannst du ja mal seinen Namen im Chat mal schreiben, also mir. Immer gerne interessiert. Gucken, wie gut er bei der DJM war. Genau. Wann hast du angefangen mit Schach? Mit 10. Ah. Er hat genommen, ne? Er hat Ja. genommen. Da kann ich aber mit dem Läufer nehmen. Da Kannst du machen. gewinne ich mindestens eine Qualität. Okay. Dame E8 zurück, Wenn du okay. das sagst. Auf C8 steht doch was. Er hat doch Thomas C8 gespielt. Irgendwann. Aber ich kann die Züge nicht vernünftig runterscrollen. Da gibt es. Da Ja, gibt es. da steht ein Turm. Ich versuche dich nur ein bisschen zu verunsichern. Komm, nehmen wir den einfach. Ja, weg damit, weg damit. Dame nimmt, dann machen wir jetzt. Die Dame steht auf D2. Ich habe zwei Türme. Springer auf C3. Er hat einen Springer auf E7. Ja, gut, H5 ist logisch. Sebastian sagt, von 57 gesetzt auf 25 vorgelaufen. Habe ich doch Ah. gesagt, Feld aufgemischt. Ich hätte es nicht besser ausdrücken können. So. Robin, genau. TBG spielt blind. Ich sehe das Brett, aber spiele eigentlich auch nicht, sondern versuche nur TBG zu verunsichern oder schlaue Kommentare abzugeben. Er hat einen Läufer auf F6, Springer auf E7, Turm auf F8, Dame auf C8, König auf G8, Bauer auf F7, Bauer G6, C6, B7, A7, D6, E5. Ich habe einen Springer auf C3, Dame D2, Türme H1, G1, F2, E4, D5, A2, B2, C2, König B1. Der Angriff spielt sich so ein bisschen von alleine hier gerade. Ja, Was? Läufer G7 hat er gemacht. Okay. Ja. Wahrscheinlich sollte ich noch nicht nehmen. Ist nicht so klar. die Spielzeiten sieht TBG, genau. Ja, die Zeit sehe ich. Vielen Dank an Angry Ape für die 5 € über Superchat. Danke dir. Ich nehme auf C6. Erstmal auf C6, einmal nehmen, was Ja, man hat. die Idee ist, wenn er mit der Dame nimmt, will ich mit dem Springer nach D5, damit der Verteidiger von E7 verschwindet und ich G6 schlagen kann. Das klingt sehr schlüssig. Und wenn er mit Irgendwie dem Bauern sowas. schlägt? Dann kann ich auf D6 den Bauern schlagen. Eiskalt dir den einstecken. Ja, das sieht vernünftig aus. Ja, er nimmt mit der Dame, greift E4 an, aber E4 ist gedeckt. Ein bisschen aufpassen muss ich schon. Die F-Linie öffnen will ich nicht unbedingt, eigentlich. Moment mal, was passiert denn auf H6, sehe ich gerade? Läufer F6, H7, ach, König A8. König A8 kann er machen. Das geht Kann er noch. sich noch verstecken vor den Bauern? Ja, er muss aber Läufer F6 machen. Nichts anderes geht. Vielen Dank an ChessHobbits99 für den Raid. Grüße gehen raus. Danke euch.
Ich mach mal Turm H2. Mr. XYXYX sagt, wie ich einfach gar nichts checke. Aber TBG hat ein schönes Bild an der Wand. Ja. Was? Ja, habe ich das? Scheinbar. Wahrscheinlich dieses Schachbild. Ich weiß nicht. Ja. Christoph, vielen Dank für den Support über Superchat, mein Lieber. Danke dir. F5. F5 ist hart. Springer D5. Der Real Hugo fragt, ist Vincent Keimer nicht auch erst 12 Jahre alt? Nee, 15 mittlerweile. 15, Nee, das weiß. 16, 16, 16. 16 schon. Ah. Ach ja, stimmt, er ist im November 16 geworden. Ja, genau. Das weiß ich, weil ich vor 3 Jahren, als er 12 war, gegen ihn verloren habe. Deshalb kann ich mir das immer gut merken. So, Springer abgetauscht und jetzt geht's gleich dem König an den Kragen. Dame D7. Jetzt kann ich aber auf G6 mit dem Turm nehmen. Oh ja. Und jetzt droht H6, es droht die Turmverdoppelung. Kann man die Pfeile sehen, die ich mache? Nee, kann man nicht. Aber Oder? ich kann auch Pfeile machen. Für dich. Okay. Ja, ich spiele wie mit meinem eigenen Brett. Dame F7 hat er gemacht. Genau. Bauer steht auf F5, jetzt Türme verdoppeln. Türme verdoppeln, Druck erhöhen und Deluxe kann einpacken hier. Turm E8 hat er da gemacht. Vielen Dank, Malte, für den Support. Er sagt, euer Kanal ist übrigens super klasse. Oh Unser ja? gemeinsamer Kanal. Ja. Wie setzen wir So. hier matt? Wie setzen wir hier matt? Na, ist ja doch egal, ne? Erstmal die Dame wieder einsacken. Das machst du gerne, ne? Erstmal die Dame Ja. schnappen und dann den Rest schauen wir Oh, später. Moment. Ach so, ich habe jetzt falsch gezogen. Haha. Wie, du hast falsch gezogen. Ja, ich habe von G1 gezogen, aber ging ja nicht. Ah, aha, da sieht man's. TBG ist wirklich blind. Er hat uns nicht was vorgemacht. Ich kann auch einen Screenshot machen und zeigen. Wir glauben, also ich glaube es dir sowieso. Okay. So, Matt in 2. Oh nein. Aber so Steht da ist auch nicht ein Matt in Bauer auf 2. F5? Auf F5 steht ein Bauer, ne? Ah, gut. Ja. Auf F2 auch, also konnte es nicht Nee, matt gesetzt werden. ja. F1 matt irgendwie sowas wäre geil. Das wär so ähnlich gewesen wie ich einmal als ich auf D1. Ja, okay, ja, stark. Deluxe, danke für die Partie. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann seid ihr hier immer up to date. Darüber hinaus, wenn ihr mich gerne unterstützen möchtet, schaut euch einmal die YouTube-Mitgliedschaft an. Alle Infos, alle Vorteile davon findet ihr, wenn ihr auf den Button klickt. Bis zum nächsten Mal.